Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Michael Sitzkar und im Namen des Lazar-Zentrums und der Friedrich-Ebert-Stiftung möchte ich Sie herzlich willkommen heißen zu unserer Konferenz. Es freut mich sehr, dass Sie Zeit gefunden haben an diesem schönen Montag, um mit uns über die Lage in Deutschland, über die Zukunft der deutsch-polnischen Beziehungen und über die Zukunft der EU zu sprechen. Ich begrüße unter uns die Generalkonsulin der Bundesrepublik Deutschland in Breslau, Frau Elisabeth Wander. Ich freue mich sehr, dass auch Sie für uns Zeit gefunden haben, Frau Generalkonsulin. Und ich begrüße unsere Podiumsteilnehmer, Herrn Roland Feicht, Direktor der Friedrich-Ebert-Stiftung, Büro in Polen, und Adam Traczek, Experte für Internationales. Und ich möchte Maria Skura aus Berlin entschuldigen, die leider aus gesundheitlichen Gründen ihren Besuch in Breslau absagen musste. Aber wir hoffen, es wird sich noch irgendwann eine Gelegenheit ergeben, um Maria Skura hier bei uns in Breslau begrüßen zu dürfen, beim nächsten Mal, bei einer nächsten Gelegenheit. Denn unsere heutige Konferenz ist eine in der Reihe der Lazar-Konferenzen, die wir mit der Friedrich-Ebert-Stiftung zusammen veranstalten, um die Bedeutung Ferdinand Lazars für Breslau, für die internationale Arbeiterbewegung hervorzuheben. Und seit ein paar Jahren veranstalten wir diese Konferenz hier in Breslau. Heute zuvor sind wir am Grabe von Ferdinand Lazar auf dem jüdischen Friedhof in Breslau gewesen, denn morgen ist der Jahrestag seines Geburtstags. Diese Lazar-Konferenzen widmen wir unterschiedlichen Themen. Wir hatten unter uns Herrn Sigmund Baumann anlässlich des 150. Jahrestages der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Wir diskutierten mit deutschen und polnischen Historikern über die Geschichte der SPD und der polnischen Linken. Wir haben im vergangenen Jahr mit jungen Expertinnen und Experten aus Zentraleuropa über Herausforderungen diskutiert, die vor der EU und vor dem Vereinten Europa stehen. Unsere diesjährige Konferenz wollen wir dagegen einer Frage widmen, die sehr wichtig zu sein scheint, und zwar nicht nur für Deutschland, sondern in gewissem Sinne auch für uns Polinnen und Polen. Denn im Herbst dieses Jahres findet in Deutschland die nächste Parlamentswahl statt. Der Wahlkampf hat eigentlich bereits begonnen, und zwar ohne wird das Wahlergebnis in Deutschland nach übereinstimmender Meinung von Experten wird von Bedeutung sein, nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa. Und diese deutsche Entscheidung ist auch für uns, nicht nur als Europäer, aber auch als Polen, Polinnen wichtig, denn in den letzten Monaten finden sich die deutsch-polnischen Beziehungen in einem etwas kontroversen Punkt. Daher sollte man vielleicht fragen, wie ein eventueller Regierungswechsel in Deutschland das deutsch-polnische Verhältnis beeinflussen könnte. Bevor wir zur Diskussion schreiten, noch ein organisatorischer Hinweis. Zunächst sprechen unsere Podiumsteilnehmer. Danach sind Sie herzlichst eingeladen, Ihre Fragen loszuwerden, beziehungsweise Ihre Kommentare. Unsere Podiumsteilnehmer stehen Ihnen zur Verfügung. Beginnen möchte ich mit Adam Traczek und einer Bitte, dass er uns kurz das aktuelle Bild in Deutschland darstellt. Wie sieht die Lage heute aus? Wie sehen die letzten Umfragen aus? Wenn du so eine kurze Aufnahme uns darstellen könntest, damit wir dann versuchen, das zu interpretieren. Danke
vor allem an die Veranstalter für die Einladung und für die Möglichkeit, mit Ihnen in Breslau zu sein. In der Tat ist die Lage in Deutschland ungemein interessant. Noch vor einem halben Jahr, noch zu Jahresbeginn, schien alles klar zu sein. Angela Merkel hat ihre Position gestärkt, ihr Einfluss ist wieder gewachsen, die CDU lag bei 40%. Das hat ihr ein ganz klares Übergewicht vor der SPD gegeben, die dann bei etwas mehr als 20% dümpelte, was ein fester Zustand in den letzten Jahren gewesen ist. Aber als Martin Schulz aufgekommen ist, als er die Parteiführung und die Kanzlerkandidatur übernommen hat, ist die Situation verändert. In den Umfragen schoss die SPD nach oben. Er hat einen neuen Geist in die Partei hineingehaut, die ein bisschen in einer Stagnation verharrte. Und eine Zeit lang in manchen Umfragen führt die SPD so. Heute kann man sagen, liegen beide Parteien auf gleicher Höhe bei etwa 32-33%. Ja, Martin Schulz, das ist ein der Faktoren, aber ein sehr wichtiger. Die AfD baute ab. Martin Schulz war imstande, ein Teil der Wähler, Wählerinnen für die SPD wieder zurückgewinnen. Martin Schulz, als er auf die Bühne kam, stellte eine Alternative vor, auch zur der Großen Koalition. Heute ist sie an der Regierung. Und Martin Schulz, als jemand von außen, der ist nämlich vom Europäischen Parlament gekommen, als sein früherer Präsident, er erlaubt heute der SPD, sich von der SPD ein bisschen zu distanzieren, und er kann die Kanten ein bisschen klarer zu umreißen und zu zeigen, wodurch sich beide Parteien unterscheiden. Das konnte Sigmar Gabriel nicht machen, der frühere Vorsitzende, der ja auch sozusagen von Amts wegen Kanzlerkandidat sein sollte, worauf er dann verzichtete. Er war Wirtschaftsminister, was eine nicht unbedingt glückliche Entscheidung war. Einmal ein prestigeträchtiges Ressort, aber als Wirtschaftsminister muss er mit großen Konzernen verkehren, muss sich mit der Großindustrie arrangieren, hinderte sich alles prosozial zu profilieren und worunter auch die gesamte Partei litt. Martin Schulz ist kein Regierungsmitglied, ist auch nicht unbedingt wahrgenommen als Mitglied der Großen Koalition. Und heute sind beide Parteien stark, gleich stark. Darunter leiden kleine Parteien, vor allem die AfD, aber auch die Grünen, auch im gewissen Sinne die Liberalen. Und die Linke, sie oszillieren in den Umfragen zwischen 9-5%. Die AfD verzeichnet zurzeit die schlechtesten Ergebnisse seit etwa anderthalb Jahren, während vor ein paar Wochen konnte man sicher sein, dass die AfD ein zweistelliges Ergebnis einfährt, starkes zweistelliges, 15-16%. Sie lag klar an dritter Stelle. Heute ist die Tendenz eher fallend und dadurch ist es auch möglich geworden, dass die AfD an der 5%-Klausel scheitern kann. Also Martin Schulz hat eine neue Dynamik auf die deutsche politische Bühne gebracht. Was daraus kommt, ist im Moment immer noch schwer zu sagen. Aber wir starten den Wahlkampf bei Null. Vorher war die CDU ein paar Stufen höher, aber heute sind wir bei Null.
Und selten war die Wahl in Deutschland so interessant wie in diesem Jahr. Dankeschön. Du hast, Adam, gesagt, dass Martin Schulz der politischen Lage in Deutschland eine neue Dynamik verliehen hatte. Deswegen wollte ich nun Roland Feicht nach dem Phänomen fragen, das von Beobachtern jetzt als Schulz-Effekt bezeichnet wird. Das ist nicht nur der Anstieg in den Umfragen, aber das sind auch die neuen Mitgliederinnen. In den letzten Monaten konnten wir lesen, dass es viele neue Parteieintritte gegeben hatte. Deswegen wollte ich Roland nach seiner Interpretation dieses Schulz-Effekts fragen. Ist das allein die Persönlichkeit des neuen Parteivorsitzenden oder gibt es irgendwelche Gründe, die in der deutschen Politik stecken? Danke, mich auch im Namen der Regierungsstiftung möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen. Auch unsere Generalkonsulin selbstverständlich auch. Ich freue mich sehr, diesmal nicht nur Sie begrüßen zu können, sondern eben auch als Referent Ihnen dienstbar sein zu dürfen. Ich werde heute Abend nicht in Vertretung der Friedrich-Geber-Stiftung sprechen, sondern ich werde hier meine eigene Meinung vorstellen. Allerdings ist diese Meinung natürlich gefärbt dadurch, dass ich Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands bin und insofern bin ich schon parteiisch, aber das enthebt mich nicht des kritischen Denkens. Ich danke Adam für die gute Einführung, in der Tat. Das sind die Zahlen, das ist die Entwicklung. Hier hat ein Sprung zugunsten der SPD eingesetzt. Das hat sicherlich etwas mit der Person von Martin Schulz zu tun und auch wie er in diese Position hineingekommen ist. Da will ich nicht nochmal das wiederholen, was Adam Tratsch gesagt hat, zu Recht gesagt hat. Es ist schon eine Persönlichkeit. Es ist eine Persönlichkeit, die die Dinge beim Namen nennt. Es ist eine Persönlichkeit, die mit Leidenschaft Politik betreibt. Es ist eine Persönlichkeit, die mit ganzem Herzen die Dinge versucht anzuhandeln. Diese Eigenschaften haben ihn schon im Parlament, im Europaparlament ausgezeichnet. Das war einer der Gründe, warum er auch unter Herrn Parlamentspräsident geworden ist. Er ist ja berühmt geworden in Deutschland durch die Auseinandersetzung mit dem Ministerpräsidenten Vitalis, Herrn Sponis, der ihm mal gesagt hat, er würde eine gute Rolle spielen als Gauleiter eines KZs. Insofern hatte er natürlich dort durch seine Antwort eine entsprechende Performance auch schon damals schon hingelegt und ist bekannt gewesen. Aber es ist natürlich viel mehr, was sich dort bewegt hat. Es ist sein Anspruch seiner SPD, soziale Gerechtigkeit voranzubringen, an dem Punkt sozialer Gerechtigkeit zu arbeiten. Dieses ist ein Markenzeichen der SPD, ein Markenzeichen, das aber in den 2000er Jahren durch die Agenda 2010, zumindest in der Kernwählerschaft der SPD, aber auch in den Umkreisen der SPD demoliert worden war. Über die Jahre hinweg, gerade in den großen Koalitionen, gerade in der letzten großen Koalition, sind größere Teile dieser Agenda-Politik zurückgenommen worden, Schritt für Schritt. Nicht alle, aber wichtige Punkte. Wiedereingrenzung der prekären Arbeitsverhältnisse, die weitere Entwicklung der Rentenpolitik, der Rentenreform und nicht zuletzt auch, und das ist ganz besonders, was die niedrig entlohnten Sektoren anbetrifft, die Einführung des Mindestlohns. Die SPD hatte in der Zeit ein Glaubwürdigkeitsproblem. Und dieses Glaubwürdigkeitsproblem kann die SPD nur selbst lösen. Die Anerkennung dessen, dass es eine Partei für soziale Gerechtigkeit ist, war durchgängig weiterhin vorhanden. Das sieht man in den Umfragen. Aber es wurde der Führung nicht zugetraut, dieses einzubringen. Der Wechsel von in der Führung zwischen Sigmar Gabriel und Martin Schulz beweist das auf ganz dramatische Weise. Die Persönlichkeit von Sigmar Gabriel
wurde als Hinderung empfunden, eine Politik der sozialdemokratischen, eine Politik der Sozialgerechtigkeit zu betreiben. Die Größe von Dietmar Gabriel besteht darin, dies erkannt zu haben und beiseite getreten zu sein. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist genau nochmal, ich will nochmal diese Frage der Gerechtigkeit nochmal ausleuchten, weil das natürlich auch dazu hinführt, warum der Sprung in den Umfragen so stattgefunden hat. Es gibt interessante Umfragen vom Institut Karlsbad, eines der renommiertesten Umfrageinstitute in Deutschland, die seit dem Ende der 90er Jahre Umfragen machen, wie die Menschen den Zustand der sozialen Gerechtigkeit betrachten. Und bei den Umfragen Anfang dieses Jahres stellte sich heraus, dass weiterhin 58% der Bevölkerung die wirtschaftlichen Verhältnisse in Deutschland nicht für gerecht halten. Drei Viertel, 64% der Deutschen glauben, dass die soziale Gerechtigkeit in den vergangenen Jahren, 3 bis 4 Jahren, sogar abgenommen hat. Auf der anderen Seite geben 60% der Deutschen an, dass sie ziemlich zufrieden sind mit ihrem Leben. 30% geben sogar an, dass sie sehr zufrieden sind mit ihrem Leben. Jetzt gibt es Menschen, die sagen, diese Statistiken passen ja nicht zusammen. Nein, diese Statistiken passen sehr gut zusammen. Denn es gibt weiterhin, das ist ein Indiz dafür, dass es in Deutschland weiterhin ein Gefühl für Solidarität und Gemeinsam ist. Das heißt, obwohl es mir gut geht, muss ich aber sehen, dass es anderen nicht gut geht. Das ist eine positive Botschaft. Das ist ganz wichtig, wenn es jetzt darum geht, an dem Punkt soziale Gerechtigkeit als SPD und auch als Martin Schulz anzusetzen. Interessant ist auch zu analysieren, was verstehen die Menschen darunter soziale Gerechtigkeit. Erstens 91% der Höchste ist gut leben vom Lohn. Es geht um gerechte Löhne. Es geht um gerechte Entlohnung. Dabei muss man sagen, dass seit über 10 Jahren die Menschen immer mehrheitlich davon ausgegangen sind, dass ein flächendeckender Mindestlohn eingeführt wird. Dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erhöht wird. Und vor allen Dingen, dass die Kinder besser aufs Berufsleben vorbereitet werden sollen. Und natürlich, dass die Grundsicherung durch den Staat entsprechend gerecht ist, wenn die Menschen in Not geraten. Das sind Punkte, wesentliche Punkte, die Martin Schulz schon in seinen frühen Reden, als er Kanzlerkandidaten hatte, aufgegriffen. Das sind Punkte, die die SPD recht frühzeitig aufgegriffen hat. Insofern kommen diese Ideen, kommt diese Persönlichkeit Schulz mit dem, was er sagt, an. Die Frage selbstverständlich ist, inwiefern dies weiterhin glaubwürdig transportiert wird. Und es hängt natürlich davon ab, wie der Wahlkampf sich gestaltet. Es gibt mehrere Etappen, wo erfahrungsgemäß auch so ein Hoch wieder einbrechen kann. Wesentlich sind jetzt Wahlen wie in Schleswig-Holstein oder die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen am 14. Mai. Man bezeichnet die Wahl dort als kleine Bundestagswahl. In Nordrhein-Westfalen leben 18 Millionen Menschen, 13 Millionen Wahlberechtigte. Das ist viel. Und dort werden wir sehen, ob dieses halten kann. Es hat ja nicht gereicht im Saarland, hat es ja nicht gereicht. Man
hatten sich ja doch so oft erhofft, in dem kleinen Saarland, gut, das sind 800.000 Wähler, das ist ein kleiner Unterschied, dort mehr zu erreichen. Das hat aber nicht zu mehr gereicht. Und die Stimmen für die SPD sind auch nicht eingebrochen, aber der Hype hat etwas nachgelassen. Wie gesagt, es liegt nicht allein an der Person. Es liegt insbesondere daran, was die Menschen meinen, was sie wünschen. Und es liegt auch daran, was die SPD in den letzten Jahren auch de facto in der Großen Koalition auch getan hat. Was sozusagen jetzt rübertransportiert wird zu Martin Schulz und eben nicht mehr zu Angela Merkel. Das ist die Situation, in der wir uns jetzt befinden. Und ich meine, das sage ich Ihnen ganz ehrlich, der Martin Schulz kommt gut an. Der redet gut, der redet offen und ehrlich, sagt auch die Dinge beim Namen. In Polen hat man das auch bemerkt am Anfang. Manche hat das gefreut, manche hat es nicht gefreut. Aber das ist wiederum der Martin Schulz, wie er lebt und lebt. Und das ist seine Persönlichkeit und die kommt halt eben auch im täglichen Geschäft an. Ja, in einer positiven Form ist er schon Populist. Aber nicht, er ist aber kein Populist in dem Sinne, im strengen Sinne des Populismus, die da sagen, die Eliten haben versagt und er vertritt das Volk. Das ist natürlich nicht die Definition von Martin Schulz, sondern er greift eben populäre Themen. Tylko teraz też zadam się pytanie. Ja. Oczywiście odnieść się do tego. Du kannst darauf sofort reagieren, aber davor möchte ich nochmal ein Motiv hineinwerfen hinsichtlich eines Themas, das in der deutschen, polnischen, europäischen Linken ebenfalls diskutiert wird, also die Möglichkeit einer linken Koalition nach der Wahl. Das hat es schon bei der vorherigen Bundestagswahl gegeben. Ist eine rot-rot-grüne Koalition möglich? Und wie sieht dieses Thema jetzt bei diesem Wahlkampf aus? Ja, ich komme nochmal darauf zurück, was Herr Direktor hier angesprochen hatte, die soziale Gerechtigkeit oder die Idee der sozialen Gerechtigkeit als Hauptachse des SPD-Wahlkampfes. Das verbindet sich mit einem weiteren Aspekt, und zwar unzertrennlich, wenn wir seine letzten Reden analysieren. Es verbindet sich mit Respekt. Er spricht sehr viel vom Respekt für den gemeinen Menschen, für die hart arbeitenden Menschen. Und ein Schlüsselsatz für mich, den Schulz wiederholt, seit er Kandidat geworden ist, das ist der Satz aus seiner Rede nach seiner Nominierung. Er sagte, den einfachen, hart arbeitenden Menschen, die sich an Prinzipien halten, denen ihnen gebührt Respekt und gutes Leben. Das ist der Schlüsselpunkt oder die Schlüsselachse dieser Kampagne. Das erinnert ein wenig daran, was Clinton Anfang der 90er Jahre sagte. Und das brachte ihm einen riesigen Erfolg mit diesem Narrativ. Vielleicht ist das auch die Zukunft von Martin Schulz. Nun zu der Frage der Koalition. Ein hartes Thema, schwieriges Thema. Nicht so sehr für die Analytiker, aber auch für die betroffenen Parteien. In Deutschland auf der Länderebene funktionieren alle möglichen von der großen CDU-SPD über die sogenannte Jamaika-Koalition, CDU-Grüne, Liberale, über die rot-rote Rot-Rot-Grün zur Schwarz-Grün und auch zu Rot-Grün, Schwarz-Grün in Rheinland-Pfalz, gibt es die Ampel, also SPD, Liberale, Grüne. I teraz, czy na poziomie ogólnoniemieckim może to jest czerwono, czy w ogóle zielona kolacja?
Rot-Grün möglich ist. Eine offene Frage, Verhandlungen laufen oder Versuche von Verhandlungen laufen. Vertreter aller Parteien sind im ständigen Kontakt, auch im ständigen Dialog. Ein Versuch oder eine Probe für das Potenzial dieser Koalition sollte die Wahl sein, die Roland Fallig erwähnt hatte, also die Wahl im Saarland. Eine Zeit lang, eine, zwei Wochen lang, zeigten Umfragen in der Tat, dass Rot-Rot-Grün möglich ist. Und wie war das Ergebnis dann? Die SPD hatte minus 10% oder weniger als 10% als die CDU erhalten und die CDU ging nicht, die Koalition ging nicht auf. Warum? Warum gab es keine rechnerische Möglichkeit, diese Koalition zu bilden? Es zeigte sich, dass nach wie vor aktuell und nach wie vor groß ist die Angst vor einer solchen Koalition. Groß ist die Angst, dass eine Stimme, die für die SPD abgegeben wird, der radikalen Linken auch eine Chance gibt, obwohl sie nicht mehr so radikal ist. Ja, davor haben viele Deutsche Angst, insbesondere Deutsche mit konservativer Gesinnung. Als die Angela Merkel, als die Kanzlerin, die CDU nach links in die Mitte verschoben hatte, sind diese Menschen in eine Art innere Immigration ausgewandert. Sie haben sich politisch dann zurückgehalten, sind der Wahl ferngeblieben. Und die Vision, dass die Linke plötzlich in die Regierung kommen könnte, hat sie wieder geweckt und auf den Plan zurückgerufen. Ja, zwischen der SPD, den Grünen und der Linken gibt es auch ernste programmatische Unterschiede. Sie beziehen sich nicht so sehr auf diese soziale Politik, denn das könnte man noch überbrücken. Diese Unterschiede beziehen sich hauptsächlich auf die Außenpolitik. Neulich hat die Linke ein Wahlprogramm angenommen. Die endgültige Fassung wird erst im Juni verabschiedet. Aber in dem Entwurf wurde erneut die Auflösung der NATO gefordert und die Bildung eines neuen Bündnisses mit der Beteiligung Russlands. Also da sehen wir, dass das fundamentale Fragen sind, die es nur schwer zu überbrücken sein wird. Und nachsichtig, die SPD und Linke sind sehr zerstritten, nicht nur politisch, aber auch persönlich. Ich hatte die Freude gehabt, für einen linken Abgeordneten zu arbeiten. Ein früheres SPD-Mitglied, Gewerkschafter, und ihn könnte ich mir kaum vorstellen, auch wegen persönlicher Altlasten, dass er sich entscheidet, der SPD entgegenzukommen. Ja, wegen gewisser rein persönlicher Animositäten und des Gefühls des Verrats, den die SPD in seinen Augen begangen haben. Also diese Koalition ist nicht unmöglich, aber wird sehr schwierig sein, aus dem Grunde, dass viele Deutsche davor Angst haben und dass es eben diese Animositäten zwischen der SPD und der Linken gibt. Aber das ist nicht die einzige mögliche Koalition, die Martin Schulz an die Macht lassen könnte. Eine andere Option ist die große Koalition mit der CDU, wenn die SPD die stärkste Fraktion werden sollte. Das ist nicht unbedingt nur Political Fiction. Es gibt auch eine mögliche Koalition mit den Grünen und mit den Liberalen. Das funktioniert in Rheinland-Pfalz. Dort hat man die Torte ganz geschickt aufgeteilt und jede Partei, jede Koalitionär hat die Parteien besetzt, die zum
Parteiprofil am besten passen. Die Liberalen haben die Wirtschaft und den Verkehr übernommen, die Grünen den Umweltschutz, die SPD Soziales. Dadurch kann jeder Koalitionspartner sein eigenes Profil bewahren und das funktioniert gar nicht so schlecht. Also da gibt es sehr viele Koalitionsmöglichkeiten für die SPD. Mit Sicherheit ist das größte Problem das, dass Rot-Rot-Grün auch ein Schreckgespenst für ein Teil der Wählerschaft ist. Und diese Angst kann mobilisieren. Die Vision, dass Sarah Wagenknecht sich plötzlich auf der Regierungsbank sitzt, das ist nicht nur für die Konservativen, aber auch für manche SPD-Mitglieder ist das eine ganz schwierige Vision. Auf alle Fälle ein langer, schwieriger Prozess in diesem Bundestag. Schon Rot-Rot-Grün hätte theoretisch die Mehrheit, nur wie das vor 4 Jahren Gregor Gysi sagte, es gibt keine soziale Atmosphäre, es gibt keine gesellschaftliche Zustimmung für eine solche Koalition. Und heute, wenn wir uns die Umfragen anschauen, welche Koalition sich die Deutschen wünschen, dann gibt es nach wie vor keine größere Begeisterung in puncto dieser Möglichkeit. Nein, die am meisten gewünschte Koalition, das ist die große. Rot-Rot-Grün ist eine der am wenigsten populärsten Möglichkeiten. Aber das kann sich natürlich auch noch verändern. Wir reden von möglichen Szenarien und wenn das Wahlergebnis dann endgültig auf dem Tisch liegt, sieht das plötzlich ganz anders aus. Ja, diese Koalition ist eine Hoffnung, aber birgt auch einige Risiken. Deswegen meidet die SPD irgendwelche klare Wahlaussagen, mit welchen Parteien sie koalieren möchte. Der Ehrgeiz der SPD von Martin Schulz ist, die stärkste Fraktion im nächsten Bundestag zu werden. Sollte das tatsächlich passieren, sehen ganz anders potenzielle Koalitionsgespräche aus. Dankeschön. Nun möchte ich Roland fragen nach der europäischen Dimension. Martin Schulz wechselte von der europäischen Ebene in die deutsche Politik, in die Bundespolitik. Bisher war er im Europäischen Parlament hauptsächlich mit der Integration und der Zukunft Europas beschäftigt. Aber die europäische Öffentlichkeit schaut nach Deutschland wegen der besonderen Rolle, die Deutschland bei der europäischen Integration spielt und in puncto Stabilisierung Europas. Gibt es irgendwelche Unterschiede in den Visionen Europas zwischen Martin Schulz und Angela Merkel? Hat er eine andere Vision des Vereinten Europas als Sie? Wenn ja, wie ist das? Wie sieht es aus? Es gibt zwischen der Bundeskanzlerin und Martin Schulz große Gemeinsamkeiten, was die weitere Verteidigung der europäischen Idee und auch der Europäischen Union anbetrifft. Für Martin Schulz und für die Bundeskanzlerin, wenn ich das richtig interpretiere, kommt nicht in Frage, die bestehende Vertragskonstruktion der Europäischen Union in einer Weise anzurühren und dadurch die Pandoras Büchse zu öffnen zum Bau von europäischen Institutionen und europäischen Programmen. Es besteht auch Einigkeit in vielen Bereichen, auch was die Außen- und Sicherheitspolitik anbetrifft, was die Zusammenarbeit was den Austritt und die Organisation des Brexit anbetrifft. Es gibt eine Einigkeit darüber, mit Blick also auf die Position Deutschlands, mit Blick auf die
auf die Flüchtlingsdienste. Es gibt also eine ganze Reihe von wichtigen Punkten, in denen es Übereinstimmungen gibt. Und es gibt auch große Übereinstimmungen, wenn es darum geht, die guten Beziehungen zu Polen zu pflegen. Aber vielleicht können wir später nochmal darauf zurückkommen. Es gibt allerdings auch große Unterschiede. Und diese Unterschiede sind nicht nur eben auf der europäischen, sondern eben auf der Bundesebene. Die SPD und Martin Schulz ist der Meinung, dass die jetzt strikte Austeritätspolitik, die gegenwärtig in der EU gefahren wird, nicht mehr so weitergeführt werden kann. Die SPD ist schon seit langem der Meinung, dass neben notwendigen Fragen wie eine ordentliche Haushaltsführung durchzuführen, insbesondere Investitionen notwendig sind, um Wirtschaftswachstum zu erzeugen. Seit Jahren wird die hohe Jugendarbeitslosigkeit beklagt in der Europäischen Union. Und der Abbau von Arbeitslosigkeit ist nicht möglich, wenn man eine Austeritätsspirale nach unten bewegt, in der Hoffnung, dass sich eines Tages ein kaputt gespartes Land so erholen wird, dass es viele Arbeitsplätze schafft. Der Weg liegt dazwischen und der Einstieg ist auch verpasst worden. Das ist ein Teil der Krise der Europäischen Union, ist genau dieser Aspekt der Wirtschafts- und Währungsunion. Wenn es darum geht, die Wirtschafts- und Währungsunion zu retten, und darum geht es, diese Wirtschafts- und Währungsunion muss gerettet werden, auch für die Stabilität Europas. Denn gehört dazu auch ein gewisser Schwenk in der Fiskalpolitik. Und das ist mit der CDU nicht zu machen. Sie führt einen weiteren strengen Austeritätskurs, auch den entsprechend angebotsorientierten, wie man das in der Wirtschaftspolitik sagt, angebotsorientierten Ansatz, auch was die Wirtschafts- und Sozialpolitik in der Bundesrepublik Deutschland anbetrifft. Ich glaube, das ist der größte Unterschied. Ich glaube, dass sich auch Martin Schulz in dieser Richtung stärker bewegen wird. Es ist sicherlich der SPD vorzuwerfen, dass wir selbst als Juniorpartner in den letzten Jahren dagegen nicht richtig gearbeitet haben. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Man hätte viel mehr auch in den Foren darüber reden müssen, dass man dort eine andere und eine korrigierende Richtung einschlagen sollte. Das sind die größten Unterschiede, die ich mit Blick auf die Europäische Union sehe. Ich erkenne noch nicht deutlich, wie die Positionierung der CDU-CSU mit Blick auf die Reformen der Europäischen Union sind. Vielleicht ist mir das auch entgangen, aber ich sehe sie noch nicht so stark. Aber mit Blick auf Martin Schulz sind seine Positionen eigentlich ziemlich deutlich. Und er hat sie auch vor kurzem auch nochmal schriftlich wiedergelegt in The European, in einem Debattenmagazin, europäischen Debattenmagazin, in dem er über längere Passagen her nochmal seine Vision eines erneuerten Europas darlegt. Und das orientiert sich dahingehend, dass das Vertrauen der Bürger in Europa wieder erneuert werden muss. Das orientiert sich deshalb darauf hin, dass Europa nicht alles machen muss, aber das, was europäisch gelöst werden kann, tatsächlich auch löst. Es geht im Wesentlichen darum, klare Aufgabenverteilungen zwischen den Nationalstaaten und Europa zu definieren. Das heißt, klar definierte Verantwortung, dafür auch klar definierte Instrumente an die Hand zu geben und dies zu bewältigen. Es geht also nicht so sehr um ein Mehr-Europa, sondern es geht darum, in den wesentlichen Punkten die Zusammenarbeit zu intensivieren. Das heißt, es geht auch nicht, das ist sowieso in Deutschland kaum eine Debatte, es geht auch nicht um ein Kern-Europa, sondern es geht darum, auch in der Vision von Martin Schulz und der deutschen Sozialdemokratie, dass wir in Europa zusammen die Instrumente entwickeln, um die Fragen, die europäisch oder europäisch gelöst werden können, zu bewältigen. Das Abschließen in nationalen Grenzen, das Abschotten, die Illusion, man könnte im kleinen nationalen Rahmen
der sich mit den großen Fragen der Globalisierung und den großen Herausforderungen auseinandersetzen, ist eine Ideologie, ist nur eine Illusion, die bei der nächsten Krise zerplatzen wird. Es geht um die Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion. Es ist laut Martin Schulz nicht möglich, dass 19 Finanz-, Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitiken nebeneinander laufen und gleichzeitig eine einheitliche Währung haben. Daran muss gearbeitet werden. Es geht um die Bekämpfung des internationalen Terrorismus. Es geht um die Frage der Regelung von Einwanderung und Migration und von Flüchtlingen. Und es geht ganz besonders auch um Fragen von Steuerflucht und von Steuervermeidung. Das heißt, dass eben die Reichen, die Konzerne ebenso, die Steuern zu bezahlen haben, wie jeder, wie sagt man in Schulz, Arbeitende. Und es geht darum, eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zu entwickeln, die tatsächlich den Namen wert ist. Aber ich denke, dass es dort im Bereich der deutschen Parteien im Bundestag, zumindest auch in der Union und bei den Grünen, dass es da kaum Dissonanzen in diesen Fragen geben wird. Die Differenz liegt tatsächlich im Bereich, wie gestalten wir die Wirtschafts- und Währungsunion und die Frage der sozialen Gerechtigkeit in der Europäischen Union. Wenn ich noch eine Anmerkung zu der Koalitionsfrage machen kann. In der Tat, deshalb redet man auch nicht darüber, sondern macht Wahlkampf. Und man versucht an diesen Punkten, die ich eben versucht habe zu entwickeln, einen polarisierenden Wahlkampf zu entwickeln. Also als ein Lagerwahlkampf zwischen konservativ und links. Das ist die Richtung. Und nicht ein Lagerwahlkampf zwischen Linken und Sozialdemokraten. Das interessiert überhaupt nicht. Das interessiert die deutsche Sozialdemokratie gar nicht mehr. Spätestens am Saarland ist dieses Spielchen aus. Und als dann noch diese entsprechenden, etwas merkwürdigen Programmvorschläge der Linken aufgetreten sind und vorgeschlagen worden sind, sind bestimmte Türen auch gemacht. Ich glaube nicht, dass es nicht möglich ist, aus meiner Sicht eine rot-rot-grüne Koalition herzustellen. Weil die Differenzen, insbesondere in Europa, und vor allen Dingen in der Außen- und Sicherheits- und Verteidigungspolitik, so groß sind, dass da Abgründe bestehen, die nicht zu überbrücken sind. Die wirklich nicht zu überbrücken sind. Also geht es darum, die beiden großen Lager aus unserer Sicht sozusagen in die Auseinandersetzung zu zwingen und sich mit tatsächlichen Alternativen auseinanderzusetzen. Das, glaube ich, hat sich jetzt schon gelohnt. Die beiden großen Parteien sind weiterhin sozusagen im Visier, auch für die Bevölkerung, bieten Alternativen und die beste Beweis dafür ist, dass die AfD an Zustimmung entsprechend verliert, ist schon das erste und wichtigste, aus meiner Sicht, das wichtigste Ergebnis, was wir bis jetzt schon haben erzielen können. Denn, damit möchte ich das erstmal abschließen, diese Koalitionsfrage, es geht immer noch darum, dass wir versuchen, unter Demokraten versuchen, den Rechtspopulismus möglichst klein zu halten und zu verhindern. Ich möchte nach der letzten Frage, wir haben von der Koalition, wir haben von der europäischen Perspektive gesprochen, zum Schluss bei den Herren, die Zukunft der deutsch-polnischen Beziehungen. Beim Besuch der Kanzlerin in Polen in den polnischen Medien gab es zahlreiche Artikel, Kommentare. Ihr Tenor war, dass es für Polen besser wäre, wenn Angela Merkel als Kanzlerin weiter im Amt wäre. Ja, also wir haben hier zwei Perspektiven, eine deutsche Stiftung, eine polnische Stiftung. In der Tat ist es das die Fortsetzung der jetzigen Kanzlerschaft für die deutsch-polnische Beziehung besser wäre. Teilen Sie diese Meinung? Adam, du beginnst.
Ja, in dieser Frage tangieren wir erneut die europäische Politik. In der Tat hat Martin Schulz in Polen keine besonders gute Presse, hauptsächlich wegen mancher politischer, rechtspolitischer Kommentatoren und Medien. Es hat ein Interview mit Kaczynski gegeben, der sagte, er ist ein linker Ideologe, der sich für Putin interessiert. Cezary Schulz warf ihm vor, keinen Hochschulabschluss vorweisen zu können, er hat nur Abitur. Man hat ihm auch Fremdsprachenkenntnisse vorgeworfen, was sonderbar ist, denn wenn ich mich richtig entsinne, spricht er 6 Sprachen. Ob Martin Schulz als Kanzler für Polen besser wäre als Merkel? Angela Merkel kennen wir mit Sicherheit. Also wenn wir jemanden kennen, wissen wir, wie wir uns mit ihm verständigen können. Wir wissen, wo die Prioritäten liegen. Wir wissen, wo unsere Prioritäten liegen. Wir wissen, wie wir uns verständigen können. Obwohl wir heute gar nicht wissen, was unsere Prioritäten in der Außenpolitik sind und wissen auch nicht, was die Prioritäten anderer sind, wenn man sich unsere Regierenden anschaut. Ja. Wichtig ist aber, mit wem Martin Schulz eventuell koalieren würde. In der Tat, wenn man Konzessionen für die Linke machen müsste, dann wäre die Politik russlandfreundlicher. Daran glaube ich nicht. Und ich, wie ich kann mir nicht vorstellen, dass man so große Konzessionen macht. Denn darum ging es Russland eigentlich. Darum geht es Russland. Und was sagte Martin Schulz zu Russland? Er sagte, er wolle einen konstruktiven Dialog mit Russland. In Polen weckt das sofort eine gewisse Unruhe, dass sich Deutsche mit den Russen über polnischen Köpfen verständigen werden. Es ist viel seltener erreicht Polen das, was Martin Schulz sagt, bevor er vom konstruktiven Dialog spricht. Ja, er sagt zum Beispiel, dass Putin eine Gefahr für Europa darstellt und dass der Kreml mittelbar radikalen rechten Parteien in Westeuropa finanziert und dass das eine Gefahr darstellt. Der Informationskrieg Russlands ist auch eine große Gefahr für Europa, seiner Ansicht nach. In der Frage der Ukraine, ähnlich wie Angela Merkel, als Konditio für Gespräche sieht Schulz die Umsetzung der Minsker Abkommen. Also wir haben keinen großen Grund, um etwas zu fürchten. Was auf der rechten Seite in Polen Unruhe weckte, und da kommen wir zurück zur europäischen Politik, die ich in ein Wort packen möchte, Solidarität. Da geht es um Solidarität des Nordens mit dem Süden, was Roland Feist angesprochen hatte. Martin Schulz war hier Euro-Schuldbrief, Euro-Obligationen, das war der einzige Politiker, der das so klar gesprochen hat. Die Vergemeinschaftlichung der Schulden bei mehr als 60% von BIP. In Zeiten der griechischen Krise, aber die Solidarität betrifft auch die weniger sympathischen Aspekte, also die Aufnahme der Flüchtlinge. In seiner Rede, als er nominiert wurde, sagte er klipp und klar, es wird keine Schwarzmalerei geben. Er sagte direkt, er möchte die Strukturfonds mit der Flüchtlingsfrage verbinden, weil wir uns aus den Verpflichtungen befreien, fühlt sich die andere Seite ebenfalls von ihren Verpflichtungen befreit. Annahme, dass Martin Schulz antipolnisch ist, ist absurd. Mit Sicherheit ist das einer, dem auf europäischen Werten und auf europäischer Solidarität gelegen ist. Aber das hängt nicht nur von ihm, von seiner politischen Familie, sondern auch von anderen.
zustände, dass sich Polen weigert, die europäische Solidarität umzusetzen, ist mit Sicherheit aus unserer Perspektive problematisch. Ich würde aber auch die Bedeutung der deutschen Wahl für Europa nicht überbewerten wollen. Viel wichtiger ist, glaube ich, die Wahl in Frankreich. In Deutschland sind alle Parteien eindeutig pro-europäisch, wie Roland Feichter sagte, und auch die künftige deutsche Regierung wird europafreundlich sein. Dabei haben wir in Frankreich Kandidaten, die antieuropäisch sind. Marine Le Pen spricht vom Ausstieg aus der EU. Wir haben auch einen französischen linken Kandidaten, Mélenchon, der ebenfalls bereit ist, die EU zu zerschlagen, sie nicht zu reformieren, sondern nach radikalen Maßnahmen zu greifen. Also diese Wahl wird viel wichtiger sein, wie danach das deutsch-französische Tandem aussehen wird. Das wissen wir in einem halben Jahr. Also ich würde in Polen keine große Angst vor Martin Schulz haben. Denn wenn, dann ist er in der Koalition mit den Liberalen und den Grünen. Und die Grünen sind sehr prinzipientreu, wenn es um Russland geht. Da gibt es aus polnischer Perspektive keine größeren Risiken. Was Sie analysiert haben. In der Tat. Also ich meine, jetzt immer Martin Schulz hat dafür für klare Ansagen. Und ich glaube, Solidarität ist in Europa keine Einbahnstraße. Da gibt es auch schöne Dinge zu erledigen, aber muss auch Dinge, die weniger Spaß machen, erledigen. Und da muss man zusammenstehen. Und dann geht nicht, wenn jemand sagt, mache ich nicht mit. Das lässt er nicht zu und dann ist das auch ehrlich. Dann kann man auch darüber entsprechend verhandeln. Und das ist auch nicht gegen irgendjemand gerichtet. Es geht auch um die Prinzipien des Zusammenlebens in der europäischen. Ich glaube sogar, dass, soweit ich ihn kenne, und ich habe ihn zum ersten Mal kennengelernt, dass ich ihn als Referenten in Peking hatte, an der Parteihochschule der Kommunistischen Partei Chinas. Ich war auch 5 Jahre für die Friedrich-Ebert-Stiftung dort. Habe ich ihn schätzen gelernt, mit ihm gesprochen und mein Vorgänger, der Knut Detlefsen, der kennt ihn auch sehr gut. Wir haben also viele Bekannte, die mit ihm den Kontakt haben. Und er hat ja hier auch in 2014 Wahlkampf gemacht für die Sozialdemokratische Partei Europas, im Europawahlkampf. Glauben Sie mir, er ist wirklich ein Mensch, der sich stark an Polen interessiert ist. Und Polen immer im Visier hat und immer mitdenkt. Darauf können Sie eigentlich bauen. Also es gibt keine Differenzen zwischen der SPD es gibt keine Differenzen zwischen allen Bundestag vertretenen Parteien im Blick auf Polen. Keine Differenzen. Für alle sind die deutsch-polnischen Beziehungen von großer Priorität und von großer Bedeutung. Deutschland ist daran interessiert, an ein demokratisches, stabiles, starkes, prosperierendes Polen. Proaktiv in der Europäischen Union. Je stärker Polen damit ist, desto stärker wird auch die Europäische Union. Das ist eine grundlegende Überzeugung. Das gilt auch zu allen unseren Nachbarn und auch zu allen anderen in der Europäischen Union. Und gerade zu unseren großen Nachbarn, gerade zu Polen, dass uns die Geschichte verbindet und auch viel Leid verbindet, haben wir deshalb auch im Blick auf deutsch-polnische Beziehungen auch eine besondere Verantwortung. Diese Verantwortung nehmen alle Parteien wahr und diese Verantwortung nehmen auch Angela Merkel und auch vielleicht der zukünftige Bundeskanzler Martin Schulz ebenso wahr. Auf der anderen Seite muss man schon sich darauf vorbereiten, dass das auch jemand ist, mit dem man hart verhandeln muss und kann. Bestimmten Dingen, in denen man unterschiedlicher Meinung ist. Aber das ist ganz normal in einer großen europäischen Familie, dass man entsprechende Unterschiede auch entsprechend ausdiskutiert und Kompromisse schließt. Das halte ich für einen normalen Weg. Ich glaube nicht, dass man das dann als antipolnisch bezeichnet.
eine kleine Bemerkung. Wie wir wissen, in der Politik entscheiden nicht nur große Ideen und Ideologien, aber auch Vorlieben und die Interessen der Menschen an der Macht und ihrer Mitarbeiter. Und da hätten wir einen weiteren Vorteil für Martin Schulz. Vor geraumer Zeit veröffentlichte der Spiegel eine Liste mit den 5 engsten Mitarbeitern von Schulz, das Team von Schulz mit seinen engsten Beratern. Dazu gehört Dietmar Nitan, Mitglied des Deutschen Bundestages, großer Freund Polens, Bundesvorsitzender der Deutsch-Polnischen Gesellschaften. Ich kenne im Deutschen Bundestag keinen anderen Abgeordneten, der sich so sehr für Polen interessieren würde und der so eng mit Polen kooperieren würde und so sehr den Dialog mit Polen pflegen würde. Also wenn Martin Schulz zum Kanzler gewählt würde, dann wird Dietmar Nitan zumindest Staatssekretär werden. Und da können wir frohen Mutes sein, wenn es solche Leute im direkten Umfeld von Martin Schulz gibt. Dankeschön. Ihre Fragen, Anmerkungen, Ergänzungen. Bitte schön. Łukasz Krzycki, Partia Razem. Martin Schulz wird ein Problem für Polen, wenn sich Polen weiterhin so präsentieren wird, wie es sich im Moment präsentiert. Dann wird Bundeskanzler Martin Schulz für dieses Polen ein Problem sein. Wenn wir hier von Solidarität sprechen. Okay, ich stimme damit überein, dass wir möglichst viele Flüchtlinge aufnehmen sollten, so viele, wie wir uns leisten können. Nur ich weiß nicht, in Kenntnis meiner Mitbürgerinnen, gewisse Quoten vorzugeben, ob das der einzige Ausweg ist. Ich kann mir schon vorstellen, wie das sein wird, dass uns die böse EU erneut Probleme schafft. Interessiert tut mich sehr stark, auf welche Weise spricht man im Wahlkampf über die Solidarität mit Ländern des Südens. Die deutsche Wirtschaft zieht Profite aus dem gemeinsamen Euro. Und wie kommuniziert die SPD? Wie kommuniziert die SPD die Botschaft, dass man die Gewinne aus dem gemeinsamen Markt auch mit anderen wird teilen müssen? Guten Tag, politisch nicht mehr so aktiv wie früher, aber ein Kommentar und zwei Fragen. Der Kommentar. Als vor 13 Jahren ich beteiligt war an den Beitrittsverhandlungen Polens, zweifelsohne die Sozialdemokratie, Bundeskanzler Schröder und Kommissar Verheugen, das waren für uns Geist, das waren die für uns Berater, das waren für uns die Architekten. Wir wussten sehr wohl, dass die große Öffnung für 10 und 13 Länder nicht passieren würde ohne die eindeutige Haltung. Zunächst der SPD, dann der CDU, der vierten Regierung. Martin Sikorski sagte seinerzeit, dass er die größte Angst vor Deutschland hat, dass sich weigern wird, seiner Verantwortung gerecht zu werden. Ich würde mit Adam doch nicht übereinstimmen wollen. Die Bundestagswahl ist doch die wichtigste für die Zukunft Europas. Natürlich hatten wir Schiss vor der Wahl in Griechenland, in Spanien, in Italien. Alle sollten Wahlen der letzten Chance für den Euro, für die Wirtschaft sein. Jetzt, wir fürchten die niederländische Wahl, jetzt kommt die französische. Aber im Grunde genommen haben die deutschen Entscheidungen eine kapitale Bedeutung.
In Deutschland muss man nicht das interpretieren, was in großen Interviews gesagt wird. Das ist wie in Finanzdienstleistungen. Wir müssen das Kleingedruckte interpretieren. Erzählen Sie uns bitte nicht von den persönlichen Animositäten, von Sympathien, von Antipathien. Das ist Schmarrn. Das sind Profis. In der Politik gibt es keinen Raum für Privates, für fernsehträchtige Emotionen. Ich mag sie nicht oder sie sind eine hässliche Frau. Nein, das ist nicht die Dimension. Nein, das sollte man sich ehrlich sagen. Das Koalitionsdiskussion. Ich wünsche den Deutschen eine gute Koalitionsregierung. Wir haben in einem europäischen Land eine Monoparteiregierung und darunter leidet dieses Land sehr. Sie wissen schon, von welchem Land ich spreche. Also das ist für uns gar nicht so egal. Ja, und da sollten wir uns auch nichts vormachen. Ja, diese Farbe mit der Farbe passt sehr schön und so. Nein, da geht es um Programmatik, da geht es um Politik. Polen als eines der 6 größten EU-Länder, Polen als Land, wo die Linke politisch absolut demoliert wurde und aus dem Parlament verdrängt. Egal aus welchem Grund, das ist der Fakt. Ja, wir sind nicht mehr vertreten und werden demnächst auch nicht mehr sein. Es ist nicht egal, wer für diesen europäischen Karren Verantwortung übernimmt. Ich möchte die politische Perspektive nicht als monolithisch ansehen. Polen wird heute von einer konservativen, nationalistischen, antieuropäischen Regierung vertreten. Also ich möchte nicht vom deutsch-polnischen Verhältnis sprechen. Ich möchte eher fragen, was deutsche Parteien, die an der Regierung beteiligt werden, was können sie polnischen Staatsangehörigen, polnischen Arbeitnehmern, polnischen Studierenden, polnischen LKW-Fahrern, polnischen Dienstleistern anbieten? Und das ist nicht ganz egal für uns, wie wir wahrgenommen werden, wo wir eingeladen werden und woraus wir uns selbst ausschließen, was uns blüht. Das sind die Fragen der Energie, das sind die Fragen des Verkehrs, das sind die Fragen der sozialen Rechte, das sind Fragen der Investitionen, also eine ganze Reihe von Fragen, die, das will ich nicht leugnen, uns interessieren müssen. Interessierter Business, wenn wir darauf schauen, wie Deutschland dieses europäische Projekt weiter betreiben wird. Natürlich, wir haben Europa mehrere Geschwindigkeiten, wir haben Europa mit dem harten Kern. Das ist für uns ein Vorbild. Und da gibt es eine ganze Reihe von Ländern, die in der Peripherie bleiben. Demnächst gibt es eine Wahl in Tschechien. Die Koalition in der Slowakei zerfällt demnächst. Vielleicht verlieren unsere ungarischen Schwestern und Brüder ihre Geduld mit Orban. Und dann liegt so vieles an Deutschland. Und daher meine 2 Fragen. Ist die polnische Linke ihrer Ansicht nach imstande, an der deutschen Wahl beteiligt zu sein? Wir haben, sagen wir, 1 Million Polen, die mit deutscher Staatsangehörigkeit in Deutschland arbeiten. Gibt es irgendeinen politischen Faktor? Die SPD kämpft um jede Stimme, kämpft um jede 100, kämpft um jede 1000 Stimmen. Hat das irgendwo eine Bedeutung in diesem ganzen Diskurs? Und zum Zweiten, immer wieder taucht das russische Motiv auf. Okimje? Aber wir haben überhaupt nicht von Amerika gesprochen. Barack Obama machte bei seinem Rücktritt Angela Merkel zur Sachwalterin der demokratischen Welt. Er hat sie als seine Nachfolgerin ernannt. Sie soll die Agenda der liberalen Demokratie übernehmen.
Wie wird die deutsche Wahl von Amerika aus gesehen? Die Demokraten, die Republikaner dort haben Einfluss und haben ihre Bedeutung. Gibt es das amerikanische Motiv in der deutschen Debatte? Oder geht es nur deutsch-russische, europäisch-russische Beziehungen? Gibt es auch ein strikter deutsch-amerikanisches Motiv, das Sie vielleicht uns näher schildern könnten? Es ist bekannt, dass die Bundesrepublik Deutschland ein starkes Glied der Europäischen Union ist. Wir haben hier von dem aktuellen Zustand gesprochen. Und die Zukunft der EU werden von den Großen dieser Welt abhängig sein. Wir haben von Putin und von Russland gesprochen, dass einen destruktiven Einfluss hat man einen Modus wie Wende müssen, um das Verhältnis zu Russland positiv zu gestalten. Aber meine Frage: Wie die Bundesrepublik Deutschland, wie sieht Deutschland und die SPD heute und in Zukunft die Politik der Vereinigten Staaten, insbesondere die Politik des neuen amerikanischen Präsidenten? Aus den bisherigen Informationen wissen wir, dass Europa nicht unbedingt im Mittelpunkt seines Interesses liegt. Sein Umfeld äußert sich sogar kritisch zur Europäischen Union. Ja, wie sieht die SPD? Wie sieht Martin Schulz dieses Problem der Außenpolitik? Und wie sieht man die Politik Amerikas gegenüber der EU, wie auch Politik gegenüber den einzelnen Mitgliedsländern, wie den Ländern der EU? Weil ja der Brexit passiert, was ja nicht unbedingt positiv sein muss. Es kann auch andere Austritte geben. Es muss irgendeinen Grund dafür gegeben haben. Dankeschön. Dann haben wir mehrere Wortmeldungen gesammelt. Wenn ich darf, möchte ich eine Frage an Adam, und wenn du Roland antworten möchtest, dann bitte schön. Der aktuelle Aspekt der deutsch-polnischen Beziehungen im Zusammenhang dessen, was in den letzten Wochen geschehen ist. Ja, und die antideutsche Rhetorik im Zusammenhang mit der Wahl des Präsidenten des Europäischen Rates. Da möchte ich nach den Reaktionen der deutschen Öffentlichkeit und nach den Reaktionen der deutschen Politik fragen. Im Hinblick auf die antideutsche Rhetorik in den polnischen Medien, schlägt sich das konkret auf das deutsch-polnische Verhältnis aus? Danke für die Fragen. Versuche sie der Reihe nach zu beantworten. Ja, Schulz ist für Polen ein Problem, solange die PiS an der Macht ist. Aber jeder andere Politiker ist in Deutschland ist für die PiS ein Problem, auch Angela Merkel, auch wenn Kaczynski mehrmals wiederholt hat, Angela Merkel sei die beste Option für Polen. Das hatte nicht daran gehindert, sie auch anzugreifen.
Ja, die Flüchtlingsquote, d'accord. Nur in Europa schaut man nicht auf die polnischen Interessen, sondern man schaut auf eigene Interessen und auf die Interessen der gesamten Gemeinschaft. Die Aufgabe Polens und der polnischen Diplomatie ist, eine solche Lösung zu finden, die Polen zufriedenstellen würde, aber das auch gewisse Probleme helfen würde. In der Flüchtlingsfrage gibt es eine ganze Reihe von Ideen, die sofort in den Sinn kommen. Man könnte das mit einem Solidaritätsfonds lösen, wo man gewisse Beiträge einzahlen würde zur Finanzierung der Flüchtlingskredite, um Italien und Griechenland zu unterstützen, die mit dieser Frage überfordert sind. Ja, erneut die Frage der Solidarität. Wir wollen mit anderen nicht solidarisch sein und dann sagen auch andere, dass man jetzt vielleicht checken sollte, wer diese Solidarität am meisten in Anspruch genommen hat. Ich spreche zum Beispiel von dem Solidaritätsfonds für Flüchtlingsfragen. Im europäischen Diskurs tauchten irgendwann Strafen auf in Höhe von einer Viertelmillion pro Flüchtling, der abgewiesen wurde. Das sind natürlich überzogene Summen, denn so viel kostet ein Platz im Flüchtlingsheim nicht. Aber das ist die Aufgabe für die polnische Diplomatie, um eine konstruktive Lösung vorzuschlagen, was Polen nicht tut. Polen lehnt diverse Vorschläge ab und bringt keine eigenen selbst vor. Ja, die Frage der Solidarität mit dem Süden Europas. Ich habe in diesem Wahlkampf noch nichts von derartiger Solidarität gehört und das wird wahrscheinlich auch gar nicht so stark betont. Man wird von allgemeiner europäischer Solidarität gesprochen. Martin Schulz hat in der Griechenland-Krise konkrete Vorschläge vorgelegt, damals als Präsident des EP, also damals sprach er von der Vergemeinschaftlichung der Schulden von Euro-Obligationen. Das sollen Schritte sein, die Griechenland helfen sollten. Da war dabei kategorisch gegen eine automatische Reduzierung der griechischen Schulden, womit er der deutschen Öffentlichkeit sozusagen entgegenkam, weil die Stimmung war, warum sollen wir für die Schulden der Griechen bezahlen? Ja, aber das war in der eigenen politischen Situation geschuldet. Ja, Griechenland weist einen leichten Wirtschaftsplus auf. Und die Wirtschaftskrise dort wird kein so großes Thema sein. Also vielmehr die europäische generelle Solidarität und dazu gehören mehrere Fragen. Ja, was können deutsche politische Parteien in Polen, Polinnen anbieten? Gar nichts. Deutsche Parteien haben ein Angebot an die deutschen Wähler, Wählerinnen. Die Aufgabe deutscher Parteien ist nicht, ein besonderes Angebot für Polen zu haben oder für Menschen polnischer Herkunft, die in Deutschland leben zu haben, zumal Polen in Deutschland demobilisiert sind, bilden keine besonders starken Gruppen, haben keine besonders starke Vertretung. Im Moment versucht das die Partei Rasen zu verändern. In manchen Zentren sind sie sehr aktiv, besonders in Berlin, wo etwa 40 Personen aktiv sind und verschiedene Events organisieren. Aber da würde ich kein besonderes Angebot erwarten, weder für Polen noch für die in Deutschland lebenden Menschen. Ein Polen sollte auf das Wahlergebnis in Deutschland reagieren. Und erstmal sollte man versuchen, etwas zu erreichen. Ja, und von Polen hängt ab, was man mit dem jeweiligen Wahlergebnis machen wird. Von der PiS und ich erwarte nichts Gutes. Also das ist die Aufgabe Polens und der anderen politischen Parteien, um die Kommunikationskanäle aufrechtzuerhalten, um Kontakte zu einzelnen Parteien zu pflegen, zu europäischen Parteien zu pflegen.
Da gibt es eine ganze Reihe von derartigen Bewegungen. Zum Beispiel die Konstellation von Varoufakis, das macht Rasen. Wir haben die europäischen Sozialisten, wir haben die SLD im Europäischen Parlament. Die Grünen haben auch ihre Fraktion. Ja, und das Zentrum, die Mitte und auch die PO und Innovation haben ihre europäischen Verbündeten. Und diese Kontakte gilt es zu pflegen. Man muss sich auf die Zeit nach Peace vorbereiten. Möge passiert das eher als später. Ja, die Frage nach Amerika. Martin Schulz ist sehr kritisch gegenüber Donald Trump. Er vergleicht ihn mit Putin oder stellt ihn auf gleiche Ebene mit Putin. Das ist schon riskant, denn das passt doch nicht so zusammen. Trotz der fürchterlichen Rhetorik benennt sich Trump doch nicht so, wie sich Putin benennt. Anti-amerikanische Ressentiments sind aber in der deutschen Gesellschaft sehr stark oder eine kritische Haltung Amerika gegenüber. Trotz des engen Bündnisses, das vor Trump jahrzehntelang am stärksten war im transatlantischen Kontext, nicht Großbritannien, sondern die Bundesrepublik Deutschland. Das war der wichtigste Verbündete Amerikas in Europa. Im amerikanischen Kontext, im deutschen Wahlkampf, ist mit Sicherheit das Rüstungsmotiv und die NATO sehr wichtig, diese berühmt-berüchtigten 2%. Die SPD versucht sich als eine friedliebende Partei zu etablieren, die nicht unbedingt heiß ist, diese 2% zu erreichen. Schulz hatte den interessanten Vorschlag, dass man unter diese 2% auch die humanitäre Hilfe subsumiert, alle Entwicklungsfonds. Und Deutschland ist hier führend, wenn es um diese Fragen geht. Ja, nicht Panzer bekämpfen, Hunger oder ausländische Investitionen. Ja, also im Wahlkampf wird sich die SPD in Kontra dazu positionieren und wird versucht, die CDU als eine militaristische Partei darzulegen, während wir die Partei des Friedens sind. Noch im polnischen Kontext und Trump. Angela Merkel oder die Ankündigung der Kanzlerin, dass man ein Europa von zwei Geschwindigkeiten fördern will, das war eine Reaktion auf Trump. Eine Gefahr, die sich durchaus materialisieren kann. Also das ist das Streben nach einer Konsolidierung in Europa innerhalb eines elitären Clubs. Deutschland brauchte so etwas, dass Deutschland würde aus einer Konfrontation mit Trump den Kürzeren ziehen, als Exportnation. Daher die Konsolidierung und die Zustimmung Merkels für ein Europa der zwei Geschwindigkeiten. Da geht es um ein stärkeres Bündnis. Ja, Merkel hat sehr lange, hat sich sehr lange vor diesen zwei Geschwindigkeiten gewehrt. Und Deutschland fürchtet eine Isolation in Europa sehr. Einer der Gründe dafür ist, Deutschland ist das stärkste Land der EU, aber was im Europäischen Rat passiert, Deutschland forciert seine Meinung, seinen Standpunkt. Wenn wir auf die Arbeitsebene herunterkommen und schauen, was im Rat der Europäischen Union passiert, wo dann die wichtigsten politischen Entscheidungen heruntergebrochen werden, wird Deutschland überstimmt von den Südländern, von der französischen, italienischen, spanischen Koalition. Und Polen brauchte, Deutschland braucht Polen, um das auszugleichen.
Für die PiS ist das eine Chance, dass auch sie von Deutschland gebraucht werden. Nur wir vergeuden diese Chance. Wenn das nach auf Spitz stehen wird und, oder wenn es um zwei Geschwindigkeiten gehen wird und wenn Deutschland mit der Mehrheit der Südländer konfrontiert wird, werden Czy trzymać się jakby z tym niepewnym partnerem aktualnie Polską? No, ja. Wybiera oczywiście wenn man den unsicheren Kantonisten Polen bleiben sollte oder sich mit dem Westen solidarisieren sollte, dann wird sich Deutschland eher auf die Seite des Westens schlagen. Ja, also die externe Gefahr aus Amerika hat diese Diskussion beschleunigt, denn ein Club bleibt vor uns geschlossen. Wenn das offen bleiben sollte, dann gibt es immer noch die Chance, dass wir uns anschließen können. Das wäre alles. Danke. Und jetzt Roland Feicht. Große Verwirrung. Die Bundesregierung ist verwirrt, die SPD ist verwirrt, die CDU ist verwirrt, Frau Merkel ist verwirrt, alles ist verwirrt. Wir wissen nicht, wo es lang geht. Der Militärschlag im Flughafen in Syrien ist ein Beispiel dafür. Wir wissen nicht, wo es lang geht. Wir hoffen demnächst mehr Signale, in welche Richtung es geht. Bekommen wir es mit einem Handelskrieg mit den USA? Das wissen wir nicht. Können wir das Klimaabkommen von Paris einfordern? Das wissen wir nicht. Wie gehen wir mit den mit dem Krieg, mit dem Konflikt, mit den Krisen im Nahen Osten um? Wie geht die amerikanische Administration damit um? Denn die Befriedung, der Frieden in dieser Region ist die Grundvoraussetzung zur Lösung auch von ganz bestimmten Problemen der Migrationsproblematik. Wissen wir nicht. Wir wissen schon, was Herr Putin will, das wissen wir schon eher. Europäische Union schwächen, möglichst spalten und aus den Dingen möglichst viel Profit ziehen für Russland. Klassische Geopolitik des 19. Jahrhunderts. Das wissen Sie mittlerweile. Das weiß die Bundesregierung, das weiß auch die SPD. Trotzdem. Und gerade deshalb kann der Dialog mit den beiden natürlich nicht abreißen, das Gegenteil. Er muss geführt werden, er muss gesucht werden, er muss intensiviert werden. Sie müssen gefragt werden, was machen wir, was wollt ihr? Gerade insbesondere die USA. Die transatlantischen Beziehungen sind für die Bundesrepublik Deutschland von existenzieller Bedeutung. Die sind für Europa von existenzieller Bedeutung. Dass wir jetzt in den USA plötzlich eine Administration haben, die man deutschsalopp als unsicheren Kantonisten bezeichnet, ist in der weltpolitischen Konstellation riskant. Das bedarf von der Europäischen Union und von den Mitgliedstaaten und natürlich auch von der Bundesregierung als Vertretung eines wichtigsten Landes der Europäischen Union große diplomatische Fähigkeiten, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Zur Frage deutsch-polnischen Beziehungen noch einmal. Natürlich würden wir uns wünschen, wenn jemand, auch wie Polen, sich konstruktiv an den Prozessen beteiligen würde und nicht immer nur zu ganz bestimmten Dingen Nein sagt. Und dann könnten wir die Dinge auch etwas konstruktiver nach vorne weisend behandeln. Es macht die Lösung der Probleme der Europäischen Union nicht leichter,
wenn Mitgliedsländer bei der Lösung dieser Probleme ausfallen. Das nur dazu. Ich glaube auch nicht, dass wir mit, und auch in der SPD wird das nicht geteilt, dass wir mit eindeutigen Geschwindigkeiten und definierten Geschwindigkeiten, unterschiedlichen Geschwindigkeiten in der Europäischen Union weiterkommen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir mit einem so definierten, von mir aus geografisch definierten Kern Europa weiterkommen. Das tun wir nicht. Wir kommen nur weiter, wenn wir uns intensiv gemeinsam mit der Lösung von Problemen beschäftigen und daher auch die europäische Politik organisieren. Aber eine doppelte Geschwindigkeit gibt es. Das ist völlig klar. Das ist, auf der einen Seite sind das die Euro, die Staaten, die im Euro sind, und das sind die anderen, die nicht im Euro sind. Und die Lösung der Probleme in der Wirtschafts- und Währungsunion müssen vorangetrieben werden. Das ist schon mal eine eindeutige Situation. An der kann man auch gar nicht drüber rumdeuteln, denn der Zusammenbruch des Euro würde verheerende Folgen für die Mitgliedsländer der Europäischen Union bedeuten. Sie sind kaum auszumalen, wie verheerend diese Folgen sein würden. Wir würden den Zusammenbruch der Ökonomie in der Europäischen Union für eine gewisse Zeit mit sich bringen. Insofern bedeutet das, und damit möchte ich eigentlich auch mit Blick auf die USA und auch mit Blick auf Russland enden, es wirft uns darauf zurück, uns an unsere eigene Kraft zu erinnern. Das heißt, an die Kraft der Europäischen Union. Es gibt keine Alternative, als gemeinsam die Dinge zu meistern in der Europäischen Union und nicht sie auseinanderbrechen zu lassen. Das würde jedes Mitgliedsland, das sei es noch so groß und noch so stark wie Deutschland, dem freien Spiel der geopolitischen Kräfte freisetzen und auch der Globalisierung freisetzen. Wir haben keine Möglichkeit, kontrolliert einzugreifen. Es geht nur, wenn wir gemeinsam in der Europäischen Union stark sind. Ich glaube, für diese Gedanken, damit hatten wir ja auch den Ausgangspunkt gehabt, steht eigentlich auch Martin Schulz und die SPD. Noch eine Sache, was die Solidarität mit den Ländern des Südens, ich habe das so begriffen, nicht des europäischen Südens, sondern des globalen Südens. Nun teile ich aller Praxis die Meinung, dass Wahlkampf im Wesentlichen Innenpolitik ist und nicht Außenpolitik ist. Europa ist schon Teil der Innenpolitik, weil Europa eben schon drin ist bei uns. Aber in der Tat, das spielt im Wahlkampf kaum eine Rolle. Dabei ist es völlig klar, dass man hier viel Mühe und Geld in die Hand nehmen muss, wenn es darum geht, im subsaharischen Afrika mitzuhelfen, die Probleme zu lösen. Man denke nur an die entsprechenden Probleme in der Migration, mit denen Italien eben konfrontiert ist. Und auch Frankreich konfrontiert ist. Das bedarf ganz eindeutiger Anstrengung. Wie schwer das ist, wie man da wieder zurückgeworfen wird, ist, wenn man daran denkt, welche politischen und Machtstrukturen in den Ländern herrschen und die aufgebrochen werden müssen, damit Entwicklungen einsetzen, die eben nicht nur wenige Potentaten und reiche Leute begünstigen, sondern die vermehrte Bevölkerung begünstigen, ist eine andere Frage, über die man nachdenken muss. Aber die Frage der Lösung der Probleme des globalen Südens ist nicht auszuklammern. Sie kommt auch wieder und sie kommt verstärkt wieder im Ausdruck von Flüchtlingsströmen nach Europa. Das letzte Wort, die fliehen nicht nach China, die fliehen nicht nach Russland, die fliehen zu uns. Warum? Weil die Europäische Union für die das Paradies ist. Und nicht für etwas anderes. Und die Einzigen, die im Paradies sind und die das nicht erkennen, dass sie denselben sind, das sind wir. Weil wir nicht die entsprechenden Dinge anerkennen, wie sie sind. Gut, im Paradies gibt es wahrscheinlich auch Probleme und Fraktionen. Ich hoffe, dass Ferdinand Vassal zum Beispiel ein Teil der Anführer im himmlischen Parlament ist und die Sozialdemokratie dort entsprechend
Vielen Dank. Adam wollte noch das letzte Wort sagen. Nicht so sehr das letzte Wort. Ich habe noch vergessen, deine Frage zu beantworten. Wie hat die deutsche Öffentlichkeit auf die Hetze mit der Wahl Tusk reagiert? Mit Missverständnis, mit Unverständnis. In Deutschland versteht kaum jemand, worum es geht, wozu das Ganze, wie das Finale dieser ganzen Politik aussehen soll. Die deutschen Medien lesen sehr gut, wie das deutsche Nationale, wo das deutsche nationale Interesse liegt. Die rechten Kommentatoren in Polen werfen den deutschen Medien vor, sie seien von Hand gesteuert. Ich würde etwas ganz anderes sagen. Nein, die deutschen Medien analysieren vor allem die internationale Lage sehr gut. Die internationale und die europäische lesen sie sehr gut. Nach dem ersten Schock, als die PiS an die Macht kam und begann, das Verfassungsgericht zu demontieren und die Medien zu übernehmen, da hat man einen großen Schock empfunden nach den sehr ruhigen Jahren der Kooperation vor. Aber nach einer gewissen Zeit, als der Besuch Merkel-Kaczynski nannte, man hat sich sehr freundlich zu Polen geäußert. Man hat darüber geschrieben, warum Polen ein wichtiger Partner Deutschlands ist, wie könnte man miteinander kooperieren, wie man den ganzen Kaczynski angehen könnte, wie man mit ihm kooperieren könnte. Und es hat nach dem Gespräch auch sehr positive Reaktionen gegeben. Kaczynski ist auch sehr gut darin, seinen europäischen Partner etwas vorzumachen. Ja, einer seiner Vorschläge war gemeinsame europäische Nuklearwaffen oder gemeinsame europäische Streitkräfte, was bombastisch und unrealistisch war. Aber die deutschen Medien haben das als Angebot verstanden, dass es vielleicht doch so ist, dass man mit Kaczynski etwas anfangen könnte. Was später in Brüssel passierte, ist auf völliges Unverständnis gestoßen. Und das ist, glaube ich, das größte Problem im aktuellen deutsch-polnischen Verhältnis. Wie Trump eine große Unbekannte für Deutschland ist, ist Polen eine kleine Unbekannte. Es gibt die Hoffnung, dass man konstruktiv mit Polen was anfangen kann. Polen ist wichtig, aktuell, historisch, aber man weiß nicht so richtig, was. Dadurch kommen aus Polen sehr unterschiedliche, widersprüchliche Signale. Für die deutschen Medien spricht Kaczynski, dass Deutschland der wichtigste deutsch-polnische Partner ist und Angela Merkel die wichtigste europäische Politikerin. Am nächsten Tag in einer polnischen Zeitung sagt er, die deutschen und polnischen Interessen sind absolut widersprüchlich. Also man weiß nicht so richtig, worum es eben geht. Und die Deutschen wissen auch nicht, wie sie sich ihm gegenüber positionieren sollen. Einerseits sagt er, wir wollen kooperieren, dann ist er wieder zu Hause und sozusagen bespuckt alles, was mit Deutschland verbunden ist. Dabei ist es so, dass die deutschen polnischen Medien verfolgen, wissen sehr wohl, was dort passiert. Das ist nicht so, dass man nicht weiß, dass die inneren Signale nach Deutschland nicht überschwappen. Ja, also Polen bleibt eine kleine Unbekannte und man weiß nicht, was man damit anfangen sollte. Man möchte gerne, aber weiß nicht, man weiß nicht so richtig was. Danke. Vielen Dank an Roland, an Adam. Danke Ihnen für Ihre Fragen. Die Deutschen gelten als Antriebskraft der europäischen Integration, als ein vorausschaubares Land, wo es unwahrscheinlich ist, wo an die Macht eine Partei kommen könnte, die die Zerschlagung der EU fordern könnte. Polen ist auch
im positiven Sinne eine Ausnahme in der EU, weil die meisten Polinnen und Polen für den polnischen EU-Beitritt sind. Man sieht hier die polnische Mitgliedschaft durchaus positiv und die Ereignisse um die Wahl von Tusk haben es deutlich gezeigt und auch die regierende Partei sah sich gezwungen, danach zu sagen, dass man absolut für die polnische EU-Mitgliedschaft ist. Und nach der Wahl von Tusk sind auch die Umfragewerte der PiS zurückgegangen. Was der größte Erfolg der Wende nach 1980 ist, das ist die Tatsache, dass es im deutsch-polnischen Verhältnis gelungen ist, Kommunikationskanäle nicht nur auf der Staatsebene zu etablieren, sondern auch auf der Ebene der Zivilgesellschaft, auf der Ebene der NGOs. Ein Beispiel dafür ist auch unser heutiger Abend. Das ist auch ein stabilisierender Faktor für das deutsch-polnische Verhältnis auf einem guten Niveau. Und wir wollen hoffen, dass sich dieser Raum weiter entfalten wird. Ich möchte mich bei unseren Podiumsteilnehmern bedanken. Ich danke dem Dolmetscher für seine Leistung heute. Ich danke Ihnen allen, dass Sie sich entschieden haben, diesen schönen Nachmittag und den Abend mit uns zu verbringen. Und ich lade Sie heute schon zum nächsten Jahr, zur nächstjährigen LaSalle-Konferenz. Wir arbeiten an einer gewissen Überraschung. Ich sage heute noch nicht, was das Thema ist, aber Sie sind schon für den nächsten April zur nächsten LaSalle-Konferenz eingeladen, unter der Schirmherrschaft eines großen Sozialdemokraten und Breslauer, Ferdinand LaSalle. Wenn Sie sich das Buch Martin Schulz noch nicht genommen haben, dürfen Sie mich gerne bedienen. Dankeschön und einen schönen Abend. Danke.